So, hallo YouTube. Willkommen zurück auf der Bergisch Land. Mitten im Herbst, ja. Nachdem ich jetzt einige Folgen nur die Birkenfeld aufgenommen habe als Vanilla-Projekt, hat mir das dann doch da wieder so Spaß gemacht, dass ich unbedingt wieder auf die Bergische auch wollte. Und ja, ihr seht schon, der Pickup steht jetzt hier, der stand normal immer gegenüber da beim Haus. Ich schwenke jetzt mal noch nicht weiter, weil ich muss euch ein paar Geständnisse machen. Ich habe den Hof umgebaut und nicht nur das, aber das ist so eines der Punkte. Ich habe den Hof umgestaltet und zwar haben wir jetzt hier, ich habe das Gebäude hier weggerissen, diesen Unterstand, diese große Halle mit dem angebauten Wohnhaus, das ist weg. Dann habe ich jetzt hier eine Halle hingestellt. Dann stehen hier jetzt die Strohballen, die vorher hier vorne quasi standen. Die stehen jetzt hier. Hier steht dann die nächste Halle. Dann habe ich hier quasi mir einen Durchfahrtsweg gemacht zur BGA, damit man auch diese zwei Silos hier schön für die BGA nutzen kann und nicht immer außen rumfahren muss. Ja, hier seht ihr schon, ist eine Rundbogenhalle hingekommen. Und nicht nur eine, sondern, da seht ihr auch schon das nächste, da gehen wir gleich drauf ein. Hier habe ich zwei Rundbogenhallen hingestellt. Die möchte ich nutzen für Zuckerrüben und CCM, wenn das funktioniert, um die Schweine zu füttern, damit wir hier auch dann nah entsprechend an den Schweinen dran sind. Ja, hier auch das alte Silo-Gebäude ist verschwunden. Wie ihr seht, habe ich hier einen Metallunterstand, Metallschuppen hingestellt. Und auch nicht nur ein, sondern zwei Stück. Und dann Rücken an Rücken, weil ich denke, oder ich habe dann verschiedene Sachen mir angeguckt und ausprobiert und gemacht und getan. Das Silo hatten wir ja schon vorher gesetzt, das müssten einige von euch auf jeden Fall kennen. Wenn nicht, nochmal in die alten Folgen reinschauen. Ja, so hatte ich halt den meisten Platzgewinn im Prinzip. So stehen alle Sachen unter Dach. Da hinten die zwei großen Hallen. Und hier kann ich die kleinen Maschinen unterstellen. Ja, das ist passiert. Unter anderem, es ist noch mehr passiert. Dazu kommen wir aber, nachdem wir den Schweinen gerade ein bisschen Wasser gegeben haben. Und das geht ja hier ruckzuck. So, und dann müssen wir mal gucken. Genau, wir tappen jetzt mal einfach durch, weil es ist noch etwas passiert. Das nicht. Das auch nicht. Ah, aber hier können wir weitermachen, bevor ich euch zeige, was noch passiert ist. Beziehungsweise hier ist eine Sache auch schon passiert. Also ich habe den Anhänger getauscht. Diesen Matador oder wie der heißt oder hieß, den habe ich rausgenommen, weil der ja keine Abkipp-Animation hatte. An für sich ein schöner Anhänger, aber leider keine Abkipp-Animation und deswegen ist der wieder rausgeflogen. Und habe mir jetzt hier diesen Loma, heißt der, Loma, ich bin mir nicht sehr sicher, den habe ich mir jetzt gekauft dafür. Der hat auch eine schöne Abkipp-Animation, der passt auch von der Größe, hat 19.600 Liter, glaube ich, gesamt. Ja, das passt alles ganz schön und hat damit natürlich jetzt hier Mais, den ich geerntet habe. Oh, Vollpfosten gegen den Pfosten gefahren. Ja, Mais, den ich geerntet habe, hier schon zur CCM-Mühle gebracht. Jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, wo hat er denn jetzt den Mais her? Der hatte doch seinen Mais gehäckselt. Ja, vollkommen richtig. Auch das ist passiert. Also ihr merkt, ich habe einiges gemacht in der Zeit, wo ihr nicht dabei wart. Wir gehen mal kurz auf die Übersichtskarte. Ich habe Feld 21 noch gekauft und habe es abgeerntet, weil das war so das letzte Maisfeld. Aber stimmt nicht ganz, Feld 107 ist auch noch Mais, aber das ist bereits abgeerntet. Es gibt auch nichts Erntereifes mehr, bis auf mein Feld 102, wo ich dran bin. Und da kommt jetzt entsprechend das dritte, was ich euch zeigen werde. Wir lassen den hier mal jetzt zurück zu Feld 102 fahren, selbstständig. Zack, so, Feuer frei und wir tappen weiter. Immer noch nicht, immer noch nicht, immer noch nicht. Jetzt wird es kommen, oder? Eigentlich müsste es jetzt kommen. Da ist es, YouTube. Wir haben einen Drescher gekauft.
Oder ich habe einen Drescher gekauft. Und zwar habe ich mir den Rösselmesh gekauft. Den RSM 161 aus dem Standardspiel. Weil ich finde, der hat mit 9 Meter Schneidwerk sowohl Mais- und Sonnenblumenschneidwerk wie auch dem, wie heißt das, Trapflow, ne, wie heißt das, Schneidwerk, auch 9 Meter. Also eine gute Arbeitsbreite, eine vernünftige Arbeitsbreite und einen vernünftig großen Korntank. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis bei dem, finde ich zumindest, ist mit das Beste, was so im Standardspiel an Dreschern dabei ist. Deswegen habe ich den genommen. Ja, ihr seht, es hat sich also eine ganze, ganze, ganze Menge verändert seit der letzten Folge. Ich habe ja zwischenzeitlich wirklich wieder Spaß daran gefunden, weil ich einfach mal wieder einen Vanilla-Spielstand gestartet habe und da einfach mal wieder Maschinen gefahren habe, wo ich Lust zu hatte. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich hier jetzt so stark investiert habe. Also die Hallen oben, der Umbau des Hofes hat mich eigentlich nichts gekostet, weil die Gebäude, die ich abgerissen habe, haben ja mehr oder weniger dasselbe eingebracht wie die, die ich dann neu gebaut habe. Das ist schon mal gut. Was mich natürlich Geld gekostet hat, ist der Drescher und auch das zweite Feld. Aber ich habe mir geschworen, ich wollte ja hier immer oder will auch nach wie vor realistisch spielen und machen und tun. Wir können eigentlich mal mit dem anderen mitfahren. Haben wir das während der Laverei, da ist er ja schon. Realistisch spielen und mir das Geld erwirtschaften, ja, mache ich auch nach wie vor. Allerdings habe ich jetzt auch noch mehr Kredit aufgenommen. Gut, das Geld für den Kredit müssen wir halt auch erwirtschaften. Keine Frage. Das ist ja jetzt im Prinzip nicht unreal oder nicht, ja, wie soll ich sagen? Nicht unrealistisch, dass man einen Kredit aufnimmt. Das passiert in der Realität genauso. Ich habe mich jetzt halt auch entschieden, um meinen Betrieb um, an und aufzubauen, noch einen Kredit aufzunehmen und dann entsprechend mein Unternehmen zu vergrößern im Prinzip. Ist ja ein ganz normaler Vorgang, der im Real Life genauso stattfindet. So, jetzt tanken wir hier ab. Wir müssen nämlich sehen, dass wir die Sonnenblumen noch vom Feld bekommen, möglichst heute Abend noch, bevor es wieder zu feucht wird zu ernten, weil dann wird es wieder morgen Mittag mindestens bis wir so weit sind und dann haben wir unter Umständen wieder das Problem, dass im schlimmsten Fall der Fälle, warum spinnt die Spur jetzt nicht? Ah, okay, müssen wir gerade nochmal reintappen. Ja, 7,20 Meter, 9 Meter haben wir. Bestimmt trotzdem nicht. Mal ein bisschen verschieben gerade. Ja, im schlimmsten Falle hätten wir dann. Oh, was mache ich denn hier? Falsche Taste. Dass uns die Sonnenblumen kaputt gehen und das Risiko möchte ich nicht eingehen. Deswegen werden wir heute Abend noch auf jeden Fall hier ernten, soweit wie eben möglich und sehen, dass wir die Sonnenblumen hier noch vom Feldgrupf kriegen. Es ist eh nicht mehr so viel, wie ihr unten an der Ertragskarte von Precision Farming seht. Hält sich das eh alles in Grenzen. Beziehungsweise, was heißt, hält sich in Grenzen, aber von der Fläche her ist es nicht mehr so viel, dass wir jetzt hier irgendwie. Also, ich denke, das müsste noch funktionieren. Ja, mal kurz ein bisschen auf dem Real Life plaudern. Ich hatte also heute ist Montag, Montagvormittag. Ich bin zu Hause, hat folgenden Grund. Ich hatte eine Zahn-OP am vergangenen Freitag, da wurde mir ein hartnäckiger Weisheitszahn entfernt und ehrlicherweise fühle ich mich auch nicht so wirklich fit. Ich habe das ganze Wochenende nichts aufgenommen, nichts gemacht, was YouTube oder Twitch oder ähnliches anging, sondern habe wirklich nur mein loses Mundwerk geschont.
Deswegen weiß ich auch noch nicht so wirklich, wie viel ich jetzt die Woche schaffe oder heute schaffe oder wie auch immer aufzunehmen etc. Mal gucken, solange es geht, solange ich keine großen Schmerzen habe. Schmerztabletten liegen zwar hier, aber ja, man muss sie ja nicht unbedingt nehmen. Also ich bin da eigentlich kein Freund von immer oder schnell Tabletten zu nehmen. Nur vielleicht auch für die, die mir auch bei Twitch folgen. Link findet ihr übrigens in der Videobeschreibung. Die sich dann wundern, warum ja das ganze Wochenende nichts passiert ist auf dem Kanal. Ich hatte meine Gründe. Schmerzhafte Gründe. Aber damit wollen wir es auch gut sein lassen. Ja, Bergisch Land. Immer noch als Projekt mit Seasons und mit allem Pipapo, Mais Plus, Horse Extension etc. wird auf jeden Fall weiterlaufen, weil das eigentlich mein Spielstand ist. Den Vanilla-Spielstand werde ich aber auch wie soll ich sagen, je nach Lust und Laune halt dann mal wieder auf den Vanilla-Spielstand wechseln, um einfach nur Spaß zu haben. Und vielleicht, ganz, ganz vielleicht, ich habe gestern zufällig ein Preview-Video zur Hof Bergmann 1.008 oder so gesehen, also die allerneueste Version. Viele interessante Sachen, sehr viele interessante Sachen, wobei ich habe die Hof Bergmann mir schon mal angeschaut und war da eigentlich der Meinung, dass die für einen Singleplayer schon zu viel hat, weil das kann man als Singleplayer überhaupt nicht alles machen, was da möglich ist. Aber wenn die kommt, habe ich schon mal überlegt, ob ich mir die eventuell halt auch mal anschaue und vielleicht auch mal reinspiele. Dann aber wahrscheinlich auch als Vanilla-Game quasi. Ohne Seasons. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Oder vielleicht machen wir da wirklich mal ein Multiplayer-Projekt raus. Dafür müsste ich natürlich offen gesprochen passende Leute finden, die man da in das Projekt mit einbinden kann. Weil von den Aufgabengebieten, die da zu tun sind, ja, könnte man da ein schönes Multiplayer-Projekt draus machen, auf jeden Fall. Ja, jetzt wird es schon dunkel hier. Ich glaube, viel mehr wie zwei Bahnen haben wir aber auch nicht mehr. Und dann haben wir die Sonnenblumen runter und dann sind wir mit der Ernte für dieses Jahr hier auf der Bergischen schon durch. Dann können wir noch, soweit das Wetter es noch zulässt, noch Erntevorbereitungen treffen. Düngen, pflügen, eventuell ansehen. Upp, das müssen wir mal sehen, was das Wetter noch zulässt. Was wir noch machen können. Ja, wenn einer von euch die Idee mit der Hof Bergmann gut findet, dann schreibt das doch mal in die Kommentare. Ich würde mal ein bisschen gucken wollen, was ihr dazu sagt. Ich meine, die ist ja eh noch nicht draußen, aber vielleicht hat ja der eine oder andere da Interesse von euch, das zu sehen. Oder vielleicht sogar. Ja, ich will es mal nicht beschreien, aber vielleicht könnte man da wirklich ein Multiplayer-Projekt draus machen. Müssten wir mal sehen. Was mich ein bisschen wundert an der Ertragskarte, ich meine, sie ist grün bis gelb und da unten gibt es ein paar Stellen, die sind richtig dunkelgrün. Das würde ich mir eigentlich gerne mal gerade noch mit euch zusammen anschauen, warum das so unterschiedlich ist oder beziehungsweise wie sich das darstellt überhaupt. Ach ne, erste war doch. Ne, erste ist pH. Stickstoff. Ertrag. So, wir haben hier einen Ertrag von 100%. 110. 115 und 95. 90 auch noch? Nee. Also ein Ertrag zwischen 95 und 115%. Naja, ich denke, das ist ein guter Schnitt, oder? Ich weiß nicht, kann man sich wahrscheinlich nicht beschweren. Man könnte jetzt noch gucken, was die Ertragsstatistik dann da aussagt, aber naja.
Gut, YouTube, das soll die erste Folge seit längerem wieder von der Bergischen gewesen sein. Ich werde hier weitermachen und gucken, zu welchem Zeitpunkt ich euch wieder dazu nehme. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst ein Däumchen nach oben da, schreibt einen Kommentar. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann auch ein Däumchen nach unten. Dann aber bitte auf jeden Fall einen Kommentar, was ich verbessern kann. Das ohne euer Feedback kann man sich nicht verbessern. Und ja, Link zu Twitch findet ihr in der Videobeschreibung, falls ihr Lust habt, mich mal live zu bequatschen. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.